Willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Niklas Hoschenbeet und das ist eine neue Serie, die ich getauft habe: Unglaubliche Studien. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, es ist ein Spin-off von meiner Serie Unglaubliche Züge, denn die Studie, die ich euch heute gerne zeigen möchte, wurde inspiriert von einem dieser Züge, nämlich Folge 96, Tödliche Hinlenkung. Ich packe es auch nochmal in die Beschreibung rein, falls ihr euch den Zug vielleicht nach diesem Video noch anschauen möchtet. Jedenfalls, Martin Minsky hat diese Folge gesehen und ist selber Studienkomponist und wollte daraufhin das Motiv, was er in dieser Folge gesehen hat, in einer Studie verwenden. Und das hat er hier geschafft. Und dann hat er mir angeboten, vielen Dank an dieser Stelle, Martin, dass ich Mitautor bin bei dieser Studie. Wobei ich also wirklich von Studienkomponieren absolut keinen Schimmer habe. Und das habe ich dankend angenommen und habe ich mir gedacht, die Studie möchte ich gerne mit euch teilen. Insbesondere, weil es einfach unglaublich ist. Also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der Arbeit von Studienkomponisten. Ich kann mir nicht im Leben vorstellen, wie ich so eine Studie jemals kreieren würde. Von daher, lehnt euch zurück, genießt die Studie. Ihr könnt natürlich, wie auch bei der Serie Unglaubliche Züge, selber versuchen, es rauszukriegen. Ist nicht leicht, aber wer gerne eine Herausforderung möchte, der stoppt bitte jetzt das Video und versucht es herauszufinden. Weiß am Zug, die Bauern ziehen von schwarz nach unten, also in diese Richtung, nur um das sicherzustellen. Also könnt ihr das Video jetzt anhalten und es probieren. Gut, dann zeige ich euch das mal. Also, okay, was ist überhaupt los? Schwarz ist drauf und dran, zwei Bauern umzuwandeln und auch diesen Läufer zu schlagen auf G6. Und dann wäre der König relativ sicher. Das ist eigentlich die einzige Hoffnung von Weiß, dass der schwarze König relativ unsicher ist und die schwarze Dame weit weg ist vom Geschehen. Deshalb Turm E6. Das droht jetzt erstmal Dame F8 matt. Das muss Schwarz parieren. Und da ist Läufer C8 am besten, falls Schwarz ein Zugspiel wie Läufer F4, kommt Dame D8, die Dame kommt ran und Weiß setzt bald matt. Also Läufer C8, um die 8. Reihe zu blockieren. Und jetzt Läufer F7 Schach. Es ist wichtig, dass der Läufer nach F7 geht und nicht nach E8, weil nach Läufer E8 Schwarz einfach den Turm schlagen könnte. Wobei nach Läufer F7 Schach, Läufer E6 jetzt wieder Dame F8 matt wäre. Das heißt, Schwarz bleibt nur eine Wahl, nämlich den Läufer dazwischen zu stellen. Der wird geschlagen, König muss vor, soweit so gut. Was nun? Was nun? Ein weiteres Schach geben würde nicht viel helfen, der König würde einfach nach F4 gehen. Und hier kommt ein weiterer wirklich schwieriger Zug. Turm H6. Der Turm zieht von einem angegriffenen Feld zum anderen, aber stoppt dabei einen der Bauern, der droht durchzurennen. Jetzt hat Weiß tatsächlich beide Bauern unter Kontrolle und droht seinen Angriff weiter fortzusetzen. Gut, der offensichtliche Zug, den man jetzt prüfen müsste, der auch hier die Hauptvariante ist, was passiert, wenn Schwarz einfach den Turm schlägt. Schwarz kann auch andere Züge probieren, aber alles verliert. Dame B7 zum Beispiel, Turm H5 Schach, König F4 und das sind übrigens die Varianten von Martin, die ich euch zeige. Dame schlägt D6 und nun Dame schlägt F7 zum Beispiel, Dame H6 Schach, König E4, Dame schlägt E3 Schach und Weiß gewinnt. Kann zum Beispiel hier die Dame einsammeln auf F7. Und selbst wenn sich Schwarz dann eine neue Dame holt, hat Weiß immer noch einen Turm mehr. Und das sollte ein Gewinn für Weiß. Okay, aber König schlägt H6, das muss der kritische Zug sein. Und jetzt einfach Dame schlägt B2. Mit der Idee, die Dame in den Angriff zu bringen. Und außerdem ist auch noch Läufer schlägt E3 in der Stellung. Jetzt gibt es hier natürlich wieder verschiedene Züge. Dame E2 ist der beste Versuch. Und auf diese Verteidigungsressource muss man ja auch erstmal kommen. Ja, das machen ja Studien auch so unglaublich schön, dass
beide Seiten versteckte Ressourcen haben, um sich noch zu verteidigen. Und um auf die zu kommen, das ist immer das besonders Schwierige. Gut, was passiert ist, wenn Schwarz sich noch eine Dame holt, dann kommt Läufer schlägt E3 Schach, F4 und jetzt Läufer schlägt F4 Schach. Das war die Drohung von Dame B2, denn nach E schlägt F4 kommt die Dame nach G7 und setzt Matt oder auf F6. Nach Belieben. Was ist also, wenn Schwarz den Läufer rausschlägt? Dann folgt Dame schlägt H2 Schach, Dame G3 und wieder Dame G7 und ihr könnt es schon sehen, im nächsten Zug zieht der Läufer ab und Weiß gewinnt die Dame auf A7. Also das gewinnt auch. Eine weitere Idee wäre es, mit dem König jetzt zu versuchen zu entkommen aus diesem Mattnetz, König G5. Aber hier Dame G2 Schach, König F4, Dame schlägt H2 Schach, König G4, Dame G1 Schach, König H4, Läufer schlägt E3. Weiß hat die beiden Bauern eingesammelt, setzt den Angriff weiter fort und wird auch hier gewinnen. Das ist, glaube ich, schon matt in, weiß nicht, 20 oder so. Der weiße Angriff ist zu stark. Also Dame E2. Das ist quasi eine Ablenkung. Denn nach Dame schlägt E2, H1 Dame, jetzt funktioniert ja das andere Motiv nicht mehr, dass man auf E3 schlägt und dann auf F4 schlägt und auf G7 matt setzt, weil die Dame jetzt auf E2 steht, nicht mehr auf B2. Und hier könnt ihr jetzt gerne nochmal das Video anhalten. Ich denke, das ist jetzt nicht so schwierig. Und hier kommt jetzt kommt erst das Motiv zum Tragen, was auch in der Folge Unglaubliche Züge, was wir auch da gesehen haben, in der 96. Folge. Jetzt kommt es erst zum Tragen. Das andere war alles die Vorbereitung. Ja. Also probiert es jetzt gerne herauszufinden und dann zeige ich es jetzt. Gut, Läufer schlägt E3, wie gesagt, bringt nichts, dann kommt F4. Dame schlägt E3 ist auch noch ein interessanter Versuch, klappt aber nicht ganz. Und auch das ist nochmal ein wichtiger Bestandteil von Studien, die sind nicht nebenlösig, was sie auch so unglaublich schwierig macht zu komponieren. Sie dürfen keine anderen Lösungen haben. Das wäre jetzt hier, wenn Dame schlägt E3 funktionieren würde, dann wäre es keine richtige Studie, glaube ich zumindest. Martin kann mich da korrigieren. Die Idee ist nach F4, dass jetzt Weiß Dame G3 spielt. Dasselbe Motiv, was wir auch gleich in der Partie sehen oder in der Studie sehen werden. Mit der Drohung Dame G6 Matt. Aber hier funktioniert es nicht. Wegen Läufer G4. Was soll das? Fragt man sich erstmal. Dame schlägt G4, aber jetzt kommt Dame A8 Schach. Und gut, falls der Läufer zwischengeht, schlägt Schwarz auf A7. Das ist kein Matt in Sicht. Und falls die Dame dazwischen zieht, dann schlägt Schwarz die Dame und Weiß wird einen Läufer aufgeben müssen für einen dieser Bauern hier. Und die Chance Remis. Das heißt, so würde sich hier Schwarz retten. Deshalb muss es Weiß gleich spielen. Dame G4. Und das ist dieses Motiv, der Bauer wird auf eine andere Linie abgelenkt, sodass er dann nicht mehr zwischenziehen kann. Und jetzt gibt es keine Verteidigungsdroht, Dame G6 Matt. Und nach F schlägt G4 folgt jetzt Läufer schlägt E3 Matt. Und das ist das ähnliche Mattbild, was auch in der Folge Unglaubliche Züge zu sehen ist. Also, als ich das gesehen habe, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie kommt man auf sowas? Und es war mir eine sehr große Freude, die Studie hier zu präsentieren. Nochmal vielen Dank an Martin, die Studie zu komponieren und mich auch als Mitautor aufzunehmen. Vielen, vielen Dank. Und dann ist die Frage an euch, liebe Zuschauer, wie hat euch die Studie gefallen? Möchtet ihr mehr solcher Studien sehen in Zukunft? Dann können wir gerne diese Serie fortsetzen. Ich sehe euch bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.